Start frei. Der Start ist frei, der Startwagen rollt und ich hoffe, Sie haben Ihre Wetten getätigt. Favorisiert bleibt die Startnummer 5 Passionate Dream mit Hubert Brandstätter. Herausforderin ist die 7 Zita Jones Venus mit Gregor Grenmeier. Die Pferde sind am Startwagen. Vor der Startmarke Fehler von Replay J, 50 Meter bis zur Startmarke. Das ist der Start zu unserem ersten Rennen, CS Fire Rennen. Und an der Innenkante beginnt Tosca King am schnellsten. Außen kommt Passionate Dream dazu, hat die zweite Position. Tosca Queen ist drittes Pferd. Außen liegt dann Algier B an der Innenkante. Gut gekommen ist in die Partie Zita Mystère. Dahinter Gift Greenwood in zweiter Spur. Zita Jones Venus. Dahinter trabt dann Paola Hall. Es geht auf die Überseite unter dem Kommando von Tosca King. Der hat das Kommando gegenüber Passionate Dream. Dahinter außen Algier B in zweiter Spur in guter Haltung. Zita Jones Venus. Die in zweiter Spur außen aufrücken wollte und einen kurzen Rumpler macht. Mitte gegenüber Tosca King ist an der Spitze vor Passionate Dream, dann Tosca Queen an der Innenkante, Algier B an der Außenseite, dahinter Zita Jones, innen geht weiterhin Zita Mystère, Paola Hall und Biff Brinos. Um Anschluss bemüht ist Replay J. In ruhiger Fahrt unter dem Kommando von Tosca King geht es hier durch den Messebogen. Dahinter in zweiter Position Passionate Dream, außen in zweiter Spur geht Algier B. Und den Bogen attackiert jetzt in zweiter Spur Passionate Dream den führenden Tosca King. Und es geht hier vor Publikum. Tosca King an der Innenkante, außen Passionate Dream, die auf die Fahrt drückt und das Kommando jetzt vor Publikum bekommt. Dahinter in der dritten Position innen Tosca Queen, Algier B, dahinter Zita Jones Venus, an der Innenkante Zita Mystère, dahinter Paola Hall. Dann trabt Gift Greenwood und Replayert. Es geht auf die Schlussrunde. An der Spitze die Favoritin Passionate Dream mit dem Goldhelm. An der Spitze dahinter Tosca Queen. Außen Algier B. Der geht ein Riesenrennen der Zeit. An der Innenkante sieht man dann Tosca Queen. Zita Jones Venus konnte aufrücken. Dahinter läuft dann Paola Hall. Dann versucht auch Gift Greenwood zu kommen. Zita Mystère ist geschlagen. Es geht auf die Überseite. Und vorne ist weiterhin Passionate Dream. Tosca ging gegen die zweite Spur, Fehler von Paola Hall. Dann kommt in dritter Spur Zita Jones Venus auf und rückt hier rasch voran noch 500 Meter bis zum Ziel. An der Spitze Passionate Dream, außen in dritter Spur Zita Jones Venus. Es geht durch den Schlussbogen, der Goldheim siegt sehr souverän an der Spitze. Passionate Dream mit 5-6 Längen vorn, dahinter Zita Jones Venus, an der Innenkante Tosca King. Dann machte Tosca King einen Fehler, Algier B läuft weiter tapfer durch die Todesspur. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. Passionate Dream, top hoch überlegen. Hoch überlegener Erfolg hier wahrscheinlich. Und Passionate Dream mit Goldhelm, Hubert Brandstätter gewinnt die erste Tagesprüfung. Überlegen! Dahinter Zita Jones Venus, dritter wird Tosca Queen. Algier B geht ein Riesenrennen heute, wird vierter und Gift Greenwood wird fünfter. Vorläufig für die erste Tagesprüfung die Reihenfolge 5, 7, 4. Vierter wird die 6 und fünfter die 10. Der Sieger ist schon offiziell von der Rennleitung bestätigt. Siegerin im ersten Rennen, die 5 Passionate Dream mit Hubert Brandstätter im Sulking.